So, weiter geht's. Heute mit Breakfast. Was haben wir denn Schönes heute? Supervent Smash Up. Alter, ich habe keinen Bock auf Supervent Smash Up. Mal abgeschlossen haben wir es ja. Doch, okay. Stimmt, es war ja das. Machen wir doch mal wieder ein kleines Turnier. So, Upgrades. Nein, ich war Firefly Raiden. Wie, was für ein Auto? Nein, 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 nein. Tut mir leid, ich fahre nicht den Supervent. Tut mir leid, ey. Ich will das scheiß Ding nicht fahren. Ey, das gibt doch nur auf die Fresse wieder. Ja, nicht genug Credit und dann. Also das ist abartig. Ich will das scheiß Ding nicht fahren die ganze Zeit. Kann ich die scheiß Karre nicht verkaufen? Ja, das Ding hat halt die scheiß niedrigste Robustheit, ne? Mal abgesehen davon. Was das kaufen? Ich guck mal, was. Die Frage, was können wir kaufen für das? Was sind denn da für Fahrzeuge früh zugelassen? Firefly, wieso soll ich denn Firefly nicht nehmen? Firefly, alles B-Fahrzeuge, ne? Kredite. Ich kann mir die Autos nicht leisten, ne? 12.350 lässt mich verarschen jetzt eigentlich. Warum muss ich die scheiß Gurke da aber fahren? Bulldogge. Ah. Ich will das scheiß Ding nicht fahren. Ja, ich habe meine Autos. Ich darf leider. Ich glaube, es geht nur. Ja, es ist echt nur wirklich so, dass die wirklich nur auf B-Klasse-Fahrzeuge gehen. Deswegen kriege ich regelmäßig die scheiß Gurke hier gestellt. Warte mal kurz gucken, ob ich ein. Mag neue Autos kaufen. Kann ich nicht irgendwas kaufen, was mir ein bisschen Kohle. Was. Fuck, das ist zu kotzen. Und die billigsten Autos sind das halt. Na, ich will nicht den scheiß Supervan fahren, ey. Nee, da habe ich jetzt keine. Nee, da habe ich jetzt ernsthaft keinen Nerv zu. Ja. Markt. Ach, ich mag mein Auto. Lass mich raten, ich darf wieder in die Karre fahren. Dankeschön. So. Und dann starten wir die Strecke. Ich krieg mit der Karre echt Aggression. Tut mir leid, also ich muss ein bisschen Kohle zusammen sparen. Das war nicht in die Updates gehen, sondern dass wir uns dann auf jeden Fall noch ein Auto kaufen. Ich kann mit dem Superwenden jetzt, hab ich jetzt keinen Nerv zu, das gibt nur auf die Fresse. Wenn wir ein B-Auto haben, dann geht's eigentlich. Klassenrekorde, ja, Klasse B halt, das weiß ich auch. Das war nur die Haare von Kanada, aber wir machen das schon irgendwie.
So, auch wieder ein kleines Turnierchen. Und da sollen wir wieder unter die ersten 11, glaube ich, kommen. Gucken wir mal. Und das tut doch schon wieder ein bisschen, oder hört sich doch wieder ein bisschen anders an, auf einmal, dass wir hier mal wieder ein bisschen erfolgreich was mitnehmen können. Ja gut, er hat sich ein Gegengesetz gestellt, ne? Ich gehe davon aus, dass der Führende momentan dieser Grüne ist. Das hat er clever gemacht, indem er sich einfach nochmal weggedrückt hat. Ah, das hat die ganze Zeit wieder. Muss ich ein bisschen orientieren jetzt. Ah, ich bin sogar Erster jetzt. Boah, das war mir fast klar. Ernsthaft hat er doch den. Oh, wir waren Erster. Und dann hat er die noch abgestaubt, wenn mir den. Ach ja, weil wenn mir die Möhre da noch reingedrückt ist da vorne. Egal, alles gut. Weil der mir. Weil da noch einer reingerast ist. Aber ich hasse das. Wenn du dadurch noch verlierst. Naja, machen wir weiter. Wir führen mal einen Rennen an. Das kann aber auch die Kampfzeit schon wieder ändern. Da fliegen die Reifen. Na, der wollte sich auch schon wieder einer schön querstellen. Und jetzt doch auflaufen lassen. Kann man so versauen, die uns auch noch das Rennen. Naja. Den haben wir sonst habe ich nämlich den Sieg weggenommen. Dankeschön. Dass du unbedingt da reinknallen musst, mein Freund. Wahrscheinlich werden wir kennen bei. Oh, ein Mini. Super Zahl. Alter, das ist nicht wahr, das ist schon wieder passiert. Schon wieder ist der Nächste, der mir den Sieger wegnimmt. Alter, ich hab so souverän und krieg dann echt noch im letzten Moment noch einen mit, dass ich den noch verliere. Oh, Kacke. Der hatte gar keine Chance, der Typ eigentlich, ey. Und dann.
wie im ersten Rennen, direkt in der letzten Runde noch in den links in den Verkehr da rein, in dieses Knäuel rein, und der kann da schön außen vorbeifliegen und gewinnt dann dieses Rennen. Das darf jetzt im Finale natürlich nicht nochmal passieren. Na gut, versuchen wir es nochmal. Ich will dieses Ding nämlich gewinnen, weil ich brauche Kohle für ein neues Auto. Ich muss mir einen Serie B-Wagen holen. Ah, komm hier. Sorry. Nee, nicht, da wird doch so rübergezogen, dass da irgendwie nur einer aufs Dach geht. Dass ich den noch aufs Dach gehe. Hör von mir weg. So. Moment. So, jetzt hoffe ich, 6 Runden, ich meine nicht nur 3. So, weiter geht's, mein Gott. Das ist ja besser. Das ist der Kleine mit dem Mini. Aua! Och man, das kann doch nicht sein. Versau mir doch nicht wieder drin. Alter, ich bin im Finale, aber da will ich das Ding nicht mal eigentlich mal wieder gewinnen. Mein Name Auto habe ich jetzt vor mir, aber das ist, glaube ich, ein bewundertes Auto. Das ist eh egal. Das ist Lucky 99, okay. Ja, unwichtig. Hier Hilfe, okay. Klonk, klonk, klonk. Die scheppert alle schön ineinander. Was sollen sie machen? Wie ist das los? Na, dann ist ja die wahrscheinlich raus, sogar der Platz da, den ich eben hatte. Dann hat er sein Auto abstellen müssen. Oh, oh, das wird wieder Ärger. Ich kümmere mich jetzt nicht um ihn rauszuhauen. Wir haben einen Vorsprung von 6 Sekunden, aber... So, und jetzt hoffen wir, dass wir im letzten... Weil du jetzt nicht auch noch mit dem Verkehr reinschiffern, das geht aber. Die hauen sich doch zusammen, das ist mir herzlich egal. Und dann gewinnen wir Gott sei Dank diesen finalen Lauf, das Ding hier nach Hause zu holen, ey. Puh, was für ein Rennen. Banger Race, Sie haben es geschafft, liebe Leute. Am Ende haben wir es dann mit knapp 10 Sekunden Vorsprung geholt. Endlich mal wieder ein Sieg. Puh. Und wir haben die Aufgabe geschafft. Wir sind nationale Amateurmeister. Na, so fahren wir auch teilweise.
Okay, was haben wir denn hier an Cola im Moment haben? 9, oh, 9, irgendwas, okay. Aber das ist gerade auf Plus noch mal was dazu gekriegt, oder wir können uns nämlich noch mal ein neues Auto kaufen, ne? Aber ich krieg den Bus, kriege ich noch nicht. 6000, okay. Schon neue Erfahrungspunkte. Schade. Wir haben 34. So, dann haben wir die auch abgeschlossen, diese Amateurmeisterschaft. Ich guck mal gerade, ob wir hier noch ein Auto kaufen können. DLC. Ach, DLC ist sowas wahrscheinlich im Essence Store. Upgrades. Markt. Ich brauche auf jeden Fall ein Klasse B-Fahrzeug, das ist klar. Wie lange kostet der? 12.000 irgendwas, ne? Gut, die kosten alle so viel noch. El Matador. Zombie. Ne, C. Der Rammer. Auch C. Alles C-Fahrzeuge. Und die B-Fahrzeuge, die kosten alle so viel, ne? Na, da brauchen wir noch ein bisschen. Dann werden wir das noch machen. Also, besser ist so komisch, wenn die ganze Zeit, weißt du? Na gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann mit dem. Was haben wir denn noch so ein bisschen? Also, das Compact Clash, das habe ich ja keinen Nerv zu jetzt gerade. Alles B-Fahrzeuge, ja, super. Ist das nur dieser komische Van, ne? Nee, tut mir leid, ich fahre ich nicht nochmal. Nein, nein, nein. Das machen wir nicht. Machen wir dann immer noch Kompaktfahrzeug haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf jeden Fall. Dann geht's weiter. Den Superman Smash hatte noch mal schon gehabt. Dann haben wir nicht mehr so viele. Dann haben wir noch drei Dinger hier. Okay, mal, drei, vier Dinger haben wir noch. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid. Bis dahin und tschüss.